Und willkommen zum wohl wichtigsten Spiel der bisherigen Karriere und der bisherigen Karriere von Lexi Savina, nämlich dem DFB-Pokal-Viertelfinale des VfL Osnabrück zu Gast in Hoffenheim. Und damit verlieren wir gar nicht große Worte und gehen gleich rein in diese Party. Beide in dem gleichen System. Wir in der 5-3-3 mit Kühn im Tor, dann Adjani, Tafatuffa, Trapp, Beermann und Reichel. Rice, Blacher, Sessa, zentral Mittelfeld und vorne Kutschke und Santos wie immer. In Hoffenheim und bei TSG Baumann im Tor, dann Kadarabek, Adams, Nuhu, Ferro, Hübner und Sko in der Fünferkette. Gacinovic und Rudi in der zweiten zentralen Mittelfeld und vorne Cessinho links, Dabur zum Zentrum und Perez auf der rechten Seite. Und es ist Gestöber. Also wir werden es mal laufen lassen heute, aber ich würde ganz gerne den Ball dafür ändern. Nämlich den gelben heute, den gelben Spielball heute nehmen und damit ab geht's. Maximilian Milbach wird die Partie leiten heute in der Pre-Zero Arena in Sinsheim. Für uns natürlich, wir sind hier der klare Underdog und wir wollen hier heute schauen, dass wir in irgendeiner Form irgendwie hier dazwischen kommen und hier was holen können. Auf geht's. In Hoffenheim, da ist Munas Dabur, drei Tore in den letzten drei Spielen gemacht. Also, da heute immer noch Fokus auf ihn. Die Hoffenheimer Fans mit der schönen Choreografie in der Blockfahne. Auf geht's, Hoffe. Und damit gehen wir rein. Und damit würde ich sagen, auf der Ausstellung sind wir eingegangen. Schauen wir nochmal kurz auf die anderen. Bayern gegen Frankfurt, Augsburg, Leipzig und Leverkusen gegen Hertha. In die anderen Viertelfinals. Und da muss ich sagen, gehen wir dann jetzt rein in die Partie gegen die TSG. Ja, natürlich ausverkauft, die Pre-Zero Arena in Sinsheim. Und damit bauen wir nochmal kurz auf. Geht Hoffmann Plus an in Blau von links nach rechts. Wir natürlich in Schwarz von rechts nach links. Auf geht's über Gacinovic. Ist gleich dazwischen. Auf Kutschke. Kutschke. Guter Ball, aber Hoffenheim ist dazwischen. Perez. Guter Ball, Rudi, Kader Larabek mit Tempo. Der Larabek in die Mitte, nochmal nach außen für Perez ist das jetzt. Perez in die Mitte gelegt, Rudi in die Mitte, kein Abseits von Dabur und der macht das 1 zu 0 in der siebten Minute für die TSG Hoffenheim. Die ganz, ganz frühe Führung für Munas Dabur, wo wir nicht nah genug dran sind bei Mann und da wurde dann viel zu frei in der Mitte und damit sein zweites der DFB-Pokal-Tor, aber sein viertes Tor in den nächsten drei Spielen. Erstmal da. Heute jetzt die Aussage, wie wir hier darauf reagieren. Rice. Kutschke, Santos, mit ein bisschen Glück hat er den Ball, Kutschke, spitzer Winkel, Baumann zur Stelle nach 12 Minuten. Die fast die postblendende Antwort hier auf das 0 zu 1. Eckball von Blacher kommt, nicht so schlecht. Kopfballablage zurückgelegt, keiner da, um da nochmal raus zu profitieren. Rudi
klärt es spielerisch mit Perez und die mit Sko. Sko, gut dazwischen von Kutschke und der mit dem Ball auf Sesser. Blacher Ballverlust, bitter. In dieser Szene Dabur, Perez nach außen, starker Ball für Sko, der hat wirklich Platz. Kriegt den Ball auch noch, Sko zurückgelegt. In die Mitte mit der Hacke zurück, nochmal abgelegt, Dabur nochmal quergelegt, Cessinho 2-0 Hoffenheim. In der 19. Das ist dann zu einfach und zu schnell gespielt in dieser Phase. Ach, oh mein Gott. Ich verklicke mich, tut mir leid. Ich wollte doch eigentlich nur mal schauen, wie laut es okay passt. Na, mir kam es noch etwas laut vor, aber okay. Alles gut, gehen wir rein dann in diese Partie zum 2-0 für Hoffenheim, die jetzt natürlich hier schon gleich eine wichtige Führung hier haben. Sessa. Kutschke, Ballverlust, das ist zu einfach. Sko. Cessinho in die Mitte. Dabur. Rudi zurückgelegt. Ferrero. Reis kommt, oh, kommt nicht an den Ball. Da muss er so einen Ball mal sich erobern. Adams. Rudi nach außen gelegt. Da ist Perez. Nach außen, Katala Rabeck, gut dazwischen von Reichel, aber Einwurf für die TSG in der 26. Minute. Katala Rabeck, Einwurf ins Zentrum, da ist keiner bei Dabur. Keiner bei Dabur abgelegt. Und Kapazofa blockt den Ball, die Flanke. Gibt den Eckball. Eckball kommt von Cessinho, Kühn an der Faust zur Stelle. Der Schuss aus der Distanz, aber neben den Kassen. So, Kühn, kurzer Ball im Spielaufbau mit Beermann. Mit Reichel, mit Rice. Blacher, nächster einfacher Ballverlust. Gacinovic in die Mitte, Trapp klärt. Und Santos. Kutschke. Santos braucht dann viel zu lange gegen Adams. Und Rice hat den Fuß dazwischen. Rice. Ja, aber wann läuft auch keiner richtig durch und Katalara gewinnt dann einfach den Ball. Gacinovic. Rudi. Cessinho. Gacinovic, Seitenwechsel mit Katala Rabeck, Rudi, Perez, Katala Rabeck, Flanke kommt, abgelegt, nochmal in die Mitte, Tapazopa klärt, dann ist es abseits, gibt Freistoß für uns, Minuten sind gespielt, auch nichts wirkliches zu sehen vom VfL Osnabrück hier. In Hoffenheim, Cesar. Santos und Rice sticht nicht rein in die Lücke da, die sich da aufgeboten hatte. Cessinho wird geschickt, aber der ist zu lang. Cesar. Santos. Das ist der starke Ball. Kutschke, spitzer Winkel, Abschluss, Tor. 44. Minute. 1-2 durch Stefan Kutschke. Gut gespielt. Geht hier vielleicht doch noch was im DFB-Pokal. Erstmal dieser Anschluss durch Stefan Kutschke mit seinem, ich glaube, ersten Treffer hier im DFB-Pokal, oder Kutschke? Ja, erstes Pokaltor für ihn. Und wenn man jetzt mit diesem 1-2 hier in die Kabine hineingehen könnte, wäre das sehr wichtig, um dann in der zweiten Hälfte vielleicht nochmal mit neuem Vollgas angreifen zu können. Einfach nochmal Einwurf über Santos. Santos
Rice bekommt das Foul, gibt's den noch. In der Nachspielzeit, wir sind eigentlich schon weit drüber, ja. Wir sind schon weit drüber, den gibt's noch. Ken Reichel mit dem Freistoß einfach mal hoch reingebuttert. Der Kopfball von Santos aber über den Kasten. Überhaupt gar keine Gefahr. Und damit gehen wir rein in die Kabine. Und Hoffenheim führt zur Pause mit 2:1 durch unter anderem den Treffer hier von Jonas Dabur. Und damit gehen wir mal rein. Andere Halbzeit, und die gibt es heute nicht im Viertelfinale. Wir werden so reingehen in den zweiten Durchgang mit der Hoffnung, dass hier vielleicht noch was geht. Und wir stoßen an über Kutschke und Santos. Mit Aijani. Oh, gegen Cessinho braucht viel zu lang. Und Gacino will Chipper nach außen. Perez ab. Und das Tor mit dem 3:1 in der 49. Minute und damit der 2-Tore-Abstand wiederhergestellt. Und jetzt heißt es hier erstmal irgendwie versuchen, diese Partie nochmal was probieren. Sessa, Flanke, Baumann, Sessa. Sessa, langer Ball, Dabur. Rudi nochmal Dabur. Kann sich durchsetzen gegen alle Osnabrücker. Rice ist dann doch dazwischen. Santos. Kutschke versucht es, findet aber keine Anspielstation. Und Hoffenheim über Rudi und Gacinovic. Rudi, Dabur, Cessignon wieder starker Ball. Rudi, Tabazopa blockt, wichtig, kriegt den Ball noch weggekratzt. Es gibt nur einen Wurf für Hoffenheim. Ist also rechte bei der TSG. Grilic kommt für Gacinovic in die Partie. Sko für die TSG. Grilic. Nochmal Sko. Nochmal Grilic. In die Mitte der Buhe. Zurückgelegt. Gut gespielt. Kühn ist da. Nach dem Abschluss von Perkas. Ansonsten wäre das mit dem 1:4 hier wohl die absolute Entscheidung gewesen. Blacher. Rice. Und der Doppelpass ist gut gespielt, reißt der Ball ist lang. Rice legt ihn nochmal quer und Hübner klärt zum Eckball, weil er den Fuß noch rankriegt. Wenn man jetzt hier vielleicht noch ein 3:2 macht, geht es vielleicht noch was. Rudi mit dem Wechsel bei der TSG. Dann kommt dann Samaseko in die Partie, kurzer Eckball. Flanke gegen Cessinho abgeblockt, Einwurf für den VfL Osnabrück. Ein Wurf kommt. Flanke von Santos. Und der Ball wird nochmal geklärt. Gibt nochmal einen Wurf. Gibt sogar nochmal Eckball hier für den VfL Osnabrück sogar. Eckball von Blacher. Ist nicht schlecht, Santos. Nein, nein, nein. Nichts Gutes. Kopfballverlängerung. Zafazofer, Adjani gleich durchgesteckt, aber die TSG ist dazwischen und kann über Grilic wieder aufbauen. Über Dabur, Grilic, Sessin, Samaseko ist das, Dabur ist das. Nach außen, guter Ball, wieder kein Abseits von Perez. Perez, Dabur, drüber. Was ist das denn? Dabur verjagt das Ding über den Kasten, völlig unnötig. Wir werden noch wechseln. Gankam nochmal für Kutschke. Köhler nochmal für Blacher. In die Partie.
Und wir sind immer noch positiver Dinge, dass hier vielleicht noch was geht, weil Kühn noch dran ist, der da zum Eckball klärt. Eckball. Sessa, was ist das? Tapatoff erklärt. Gangkam, stark gemacht. Und das ist Sessa und das ist der Ball bei Rice. Und der will den Ball ablegen. Wenn sich aber im Körper nicht durchsetzen. Grilic. Kadalarabek. Abgeblockt Einwurf für Osnabrück. Geht hier vielleicht doch noch mal was. Wechsel Hoffenheim. Ja, der Ball geht raus. Dafür kommt mit der Nummer 33 Klaus in die Party. Reichel noch mal. Sessa. Sessa geht vorbei. Stark gemacht. Der Ball für den Gangkamp. Der auf Santos. Santos. Gut gemacht. Zurückgelegt. Rice geblockt. Und Sessegnon für Hoffenheim gegen Sessa. Grilic ins Zentrum. Guter Ball auf Sessegnon. Nochmal Doppelpass. Grilic hat viel zu viel Freiraum. Er kennt den auch jetzt. Dann der Ball in die Mitte. Aber der Schuss von Klaus zu schwach. So, Kühn. 5 Minuten noch. Beermann. Auf Reichel. Auf Köhler. Auf Gangkamm. Gangkamm. Nee. Aber am Ansatz ist das nicht schlecht, was ein Gangkamm da vorne versucht. Nochmal Rice. Nochmal Köhler. Sessa. Grilic klärt zum Einwurf in der 89. Minute. Sessa Einwurf. Adjani. Gangkamp. Gangkamp. In die Mitte. Klaus. Der Abschluss gegen Baumann. Aber Sessa ohne Gefahr. Und dann gibt es nochmal den Freistoß für uns. Nochmal Trapp. Kurzer Ball auf Sessa. Sessa für Adjani. Der für Rice. Der macht das gut. Nochmal in die Mitte ablegt. Und dann ist ein Hoffenheimer dazwischen, bevor der aus dem Mittel da nochmal ein Abschluss kommt. Dann ist hier Schluss nach 93 Minuten und die TSG Hoffenheim gewinnt souverän mit 3-1 hier gegen den VfL Osnabrück. Damit scheiden wir aus dem im Viertelfinale, aber ich denke mal, das war okay. Schüsse 7 zu Schüsse aufs Tor, 5 zu 4 Hoffenheim mit weniger Ballbesitz, aber Zweikämpfe ein bisschen mehr, passt manchmal deutlich besser. Und ja, da waren wir heute nicht genug Kampf, um hier was zu holen in Sinsheim. Die Bayern gewinnen 4-1 in Frankfurt und Leipzig und Augsburg und Hertha noch gegen die Leverkusener am morgigen Tag. Und dann gehen wir nochmal einen Tag voran, um dann hier nochmal zu schauen, wie die Halbfinals aussehen. Leipzig gewinnt 4-0 in Augsburg, Leverkusen gewinnt 3-0 in Berlin. Die Halbfinals sind also die Bayern gegen Leverkusen und Leipzig empfängt Hoffenheim im Halbfinale. Also auch das könnte Bayern gegen Leipzig im Finale lauten. Und an dieser Stelle würde ich sagen, beende ich den Part, sage danke fürs Zuschauen, hoffe, er hat euch trotzdem die Niederlage gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part am 21. Spieltag gegen Düsseldorf. Bis dahin, wie gesagt, bleibt gesund, haut rein und ciao.